Einen schönen guten Mittag, liebe Freundinnen und Freunde auf dem Culture Lab Kanal. Ich freue mich, dass ich euch heute zur 18. Kulturkantine begrüßen darf. Und ich freue mich ganz besonders, meinen, koalitionären Kultursprecherkollegen heute begrüßen darf. Herzlich willkommen, Bernie Weber. Dankeschön, Christoph. Bei uns, ich weiß aber nicht, ob das ein interner ist, bei uns sagt man unserem Spiegelkollegen. Der Spiegelkollege, ja, das stimmt eigentlich, der Spiegelkollege. Das ist übrigens heute die 18. Ausgabe der Kulturkantine, darum auch noch einmal live im Studio hier bei Bobto, einer Filmagentur aus Bregenz. Bernie, ich habe immer wieder das Problem, ich weiß ja gar nicht, was du wirklich bist. Du bist Kultursprecher, Wirtschaftssprecher, Mediensprecher, Chef einer Werbeagentur, Sänger. Was bist du denn eigentlich wirklich? Vater, Großvater? Was bist du denn wirklich? Naja, das ist echt eine gute Frage. Die begleitet mich aber schon das ganze Leben lang irgendwie. Die Frage, wo Adi oder wo schlagt das Herz am meisten oder habe ich vielleicht zwei oder drei in der Brust? Ich weiß es nicht. Aber das ist so irgendwie. Gehört irgendwie zu mir. Ich bin da eine ziemlich gespaltene Person, wenn es um die Interessen geht und um die, wo eine verschüttet das Herzblut. Mhm. Und ich habe wirklich alles. Aber es ist natürlich auch so, es ist schon klar, man kann nicht alles zu 100% machen. Mhm. Und wir haben zum Glück überall Mitarbeiter, zum Beispiel bei mir in der Agentur, die für die extra Meile zuständig sind, für die letzten 5%. Ich höre bei 90 auf. Du hast bei 90 auf, echt wahr? Ist das oft auch dein Lebensmotto? Nein, das ist nicht dein Lebensmotto, aber es ist irgendwie so passiert, weil sonst kriegt man so viele Interessen und Herzenswünsche nicht unter einen Hut. Mhm. Das ist ja auch gerne der Absicht. Mhm. Und es ist auch nicht problematisch, solange man Leute um sich umbehört, die für die restlichen 10% um sich um dir kümmern. Mhm. es ist auch keine Empfehlung an irgendwen. Mhm. Viele drehen durch, wenn sie so leben müssten. Mhm. Und fragen mich immer, wie geht denn das überhaupt? Bei allem, was du tust. Das haben wir wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, oder? Weil ich habe ja auch verschiedenste Köpfe und Hüte auf und das mit der 90% kann ich nachvollziehen, weil ich für mich schon immer den Anspruch habe, ich will 100% gehen. Das hast du wahrscheinlich auch. Ja, ja. Aber es gibt einfach, du musst Abstriche machen, oder? Wo machst du die meisten Abstriche? Na, derzeit sicher in meiner Agentur, weil das ist natürlich auch so, das habe ich früher halt 100 oder über 100% natürlich mich selber engagiert und investiert und Zeit investiert. Und die leidet unter Anführungszeichen meisten runter, weil ich natürlich der Gründervater oder Gründermutter in der Agentur bin und sie natürlich gewohnt sind, dass ich da bin. Oder nicht, dass ich alle Arbeit mache. Die haben ja viele Mitarbeiter, die das dann zum Glück wunderbar erledigen. Mhm. Aber ich fehle, also als Person. Mhm. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Ich denke, meine Leistung fehlt, aber sie sagen, du fehlst einfach, oh, dass du da bist. Stichwort Agentur. Du bist einer der wenigen Grünen, die tatsächlich nebenbei noch arbeiten. Die meisten grünen Politiker sind hauptberuflich Politiker auf allen Ebenen. Du bist einer von den wenigen, die wirklich einem Beruf noch nachgehen und zusätzlich und auch in der Mitte des Lebens stehen. Naja, ich habe mir das nicht einmal so genau angeschaut, ob das so ist, aber du wirst es, wenn du es sicher siehst. Ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen. Ja, ja. Aber ja, das ist, also ich habe das auf alle Fälle. Also ich habe eine Agentur und habe 13 Mitarbeiter und da bin ich praktisch jeden Tag, außer das ist Landtagssitzung. Mhm. Also ich bin dann teilweise natürlich eine zerrissene Person, gell? Nach Vormittag- und Nachmittagsaufteilung. Aber das bin ich natürlich auch in meinem Business. Ich kümmere mich am Morgen in meiner Agentur um die Schwangerschaftsberatung, weil das eine Kundschaft von mir ist, und am Nachmittag um die chemische Industrie. Also die Interessensfelder, die sind ja innerhalb meines Agenturberufs extrem verschieden, unterschiedlich. Und die Rolle als Sänger, nimmst du dir noch wahr? Singst du noch das viel ist oder nur noch, ist das nur also, die Sängerei, die habe ich wahrscheinlich so intensiv betrieben wie nie etwas anderes in meinem Leben. Und früher gab es ja Jahre mit 150 Konzerten und jetzt gibt es das seit 1998. Du hast gelebt als Profi, oder? Ja, du hast eine Zeit lang wirklich rein vom Singen gelebt. Ja, seit 1998 ist das vorbei. Mhm. Und seit damals gab es wieder so Up and Downs, was die Konzerthäufigkeit betrifft, aber das hat sich jetzt eingependelt in eine Handvoll oder zwei Handvoll Konzerte im Jahr. Das heißt, es auch da gibt es eine Schnittstelle in unserem Leben, weil wir beide irgendwie diese Berufsmusikerlaufbahn hinter uns haben. Du jetzt als Grafiker, als Werbeagentur, ich als Kulturmanager, aber die Situation der Künstlerinnen und Künstler ist ja doch auch sehr prekäre gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Wie hast du versucht, den Kontakt zu halten mit der Szene, die Pandemie durch, die letzten anderthalb Jahre? Naja, also so wie ich eigentlich versucht habe, den Kontakt überhaupt herzustellen, ganz am Anfang mit meiner Kultursprechertätigkeit, mit direkter Kontaktaufnahme, also mit Telefonhörer in die Hand nehmen,
Hörer gibt es keinen mehr. Es gibt nur mein Handy. Und Kontakt aufnehmen. Ja. Und dann, das hat super funktioniert. Und ich habe so schnell, wie es gegangen ist, versucht, einen persönlichen Kontakt wieder herzustellen. Und das habe ich dann auch gemacht mit relativ vielen Künstlerinnen. Und wir haben, wie du ja mitbekommen hast, dann auch eine Streaming-Plattform eingerichtet. Und über diesen Kanal haben wir natürlich direkt Kontakt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern bekommen. Schwerpunktmäßig natürlich aus der Sparte Musik, waren aber auch andere mit an Bord. Ja, Mail, Telefon, Zoom. Wie geht es den Künstlerinnen und Künstlern in Vorarlberg aus deiner Sicht? Wahrscheinlich habe ich eine andere Sicht. Ja, ja. Also, ja, jetzt natürlich viel besser. Jetzt, klar, die wirtschaftliche Situation hat sich natürlich nicht verbessert, nur weil man jetzt wieder darf, weil die vorher schon für viele relativ angespannt war. Aber ganz viele haben sich natürlich mit der schwierigen Situation, sei das Arbeits- oder finanzielle Situation, auch arrangiert irgendwie. Mhm. Und jetzt kann man zumindest in vielen Bereichen wieder überleben, weil man wieder spielen kann, auftreten darf, etc. Die Situation ist natürlich, wo es vorher prekär war, ist natürlich immer noch prekär. Aber was ich so mitbekommen habe, das haben sich alle irgendwie, dank auch Unterstützung natürlich von Bund und Land, so gut es gegangen ist, über die 1,5 Jahre oder 15 Monate gerettet. Ich glaube, wir dürfen uns schon auch einmal loben. Ich glaube, die Unterstützungen, die Landesregierung beschlossen hat, waren schon sinnvoll. Es könnte immer mehr sein. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Das ist eh klar. Das ist immer zu wenig. Es ist natürlich. Das Problem ist natürlich, und da kann die Landesregierung und da kann der Bund nicht wahnsinnig viel dafür, ist es, dass das ganze Thema oder die ganzen Beschäftigungsverhältnisse dermaßen komplex und extrem schwierig greifbar sind, meiner Meinung nach. Mhm. Also von den hybriden Arbeitsverhältnissen und wo kommt denn wer zum Zug und wer eventuell nach dem 5. Mal nachschärfen und nicht zum Zug. Das wirklich war eine extreme Challenge und hat man nicht zur Freude aller praktisch auch zu erledigen. Schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie man das lösen hätte können. Ich bin froh, dass Kunst wieder möglich ist jetzt mittlerweile. Und ich freue mich wahnsinnig auf einen Sommer, wo Kunst und Kultur wieder erfahrbar wird in verschiedensten Formaten. Ich meine, du bist so viel unterwegs. Es findet ja schon wieder viel statt. Ich habe das Gefühl, jetzt werden alle alles wieder machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zeitlich ist momentan extrem dicht. Ja, ist natürlich so. Der Kalender ist voll. Weil jeder will, oder? Ja, natürlich. Aber ich finde es super, dass auch so viel, es war ja immer die Befürchtung, kommt das Publikum zurück, teilweise, ja. Und am ersten Tag, an dem es dann möglich war, da geht es im Theater auf 75% der Kapazität zu erhöhen, war ich im Theater. Und es waren mindestens 75%. Es waren sicher 75% auch im Saal. Also es kommt zurück, das Publikum. Mhm. Stichwort Landestheater, wenn wir ein bisschen so Themen durchdiskutieren, da habe ich ja relativ klare Haltung, Sanierung ja, aber vermutlich in Etappen. Du hättest, glaube ich, gerne eine vollständige Sanierung sofort. Ja, also prinzipiell schon. Wobei, ich bin ja kein Sanierungsexperte. Nur wenn ich mir das halt so vor das geistige Auge hole und mir überlege, wie das geht, weil das sind ja schon doch eine beträchtliche Summe, die da quasi zu vergeben, zu verbauen und zu sanieren Millionen ist. Ja. Davon, ja. Also es wird ja viel Arbeit geben. Und wenn ich mir natürlich dann vorstelle, dass es in Etappen passiert, dann würde es ja wahrscheinlich auch heißen, in Etappen das Haus räumen, in Etappen das Haus wieder bespielen, Ausfall, Ersatzspielorte zu suchen, frühzeitig und auch rechtzeitig, je nachdem wie der Baufortschritt dann ist, natürlich muss man den Ersatzspielort verlassen. Also ich stelle mir das natürlich von dem her relativ schwierig vor und vor allem aufwendig, also auch teurer vor. Und darum glaube ich, also auch nachher, ich habe noch nicht mit wahnsinnig vielen Personen darüber geredet, aber mit Personen aus dem Aufsichtsrat bereits, mit der Intendantin auch, und die sehen das sehr skeptisch. Die sehen das natürlich so, wie es du schilderst, haben sie es mir auch geschildert. Ja. Ich versuche natürlich auch mit Bauexperten mich auseinanderzusetzen und vertraue denen auch, dass die das schon ein richtiges Konzept machen werden. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass da was passieren wird müssen, weil das Haus hat natürlich jetzt mittlerweile Schwächen und um die Qualität aufrechtzuerhalten, braucht es eine Infrastruktur. Ja, und das garantiert. Und jetzt hat sich irgendwie die Rahmenbedingungen haben sich scheinbar verändert, so dass es jetzt nicht nur am Hals des Landes hängt, sondern wurde jetzt inzwischen auch eine Lösung gefunden, eine praktikable, wunderbar, wenn da was passiert. Wenn die Stadt Brings mitfinanziert, wird es sicher einfacher. Also. Ja, und es ist schon ein Teil Eigenmittel, glaube ich, jetzt auch mit dabei von der Kugels. Ja, super, dass es funktioniert, oder dass es passiert, steht ja auch, glaube ich, in unserem Arbeitsprogramm drin, dass das passieren soll.
und tut dem Haus sicher gut. Stichwort Infrastrukturprojekte. Es gibt ein Infrastrukturprojekt, das wir Ende September eröffnen. Das ist das neue Barockbaumeistermuseum im Brengzer Wald. Das diskutieren wir übrigens morgen und übermorgen im Landtag. Das zweite große Thema, das dir auch in meinem Herzen anliegt, ist mir auch das Frauenmuseum. Da hast du eine Anfrage gestellt. Mhm. Was war da dein Hintergrund dazu? Naja, Hintergrund war vor allem, sage ich so, die... Aber das ist wahrscheinlich auch eine subjektive Meinung. Oder? Das ist natürlich bei ganz, ganz vielen Projekten, das ist da überhaupt ein kulturpolitisches Thema, was hat wer oder welche Einrichtung, welche Sparte, welche Branche für einen Stellenwert, wie werden sie wahrgenommen, wie fühlen sie sich wahrgenommen. Mhm. Und natürlich auch in unserem Arbeitsprogramm, also von der ÖVP-Grünen-Koalition, steht da drin, dass das Frauenmuseum finanziell besser aufgestellt werden soll. Und natürlich ist es ein Aushängeschild der Vorarlberger Kunst- und Kulturszene, ein internationales Aushängeschild, schon mehrfach auch international dekoriert und ausgezeichnet. Ja, dem habe ich mich angenommen, weil ich einfach schauen wollte, was möglich ist, ob es eventuell Schnittstellen geben kann in andere Ressorts, in andere Bereiche, was teilweise ja schon bei verschiedenen Einrichtungen der Fall ist. Ja, gibt's auch hier schon. Beim Frauenmuseum schon das Thema ist. Klar. Und in der Richtung einfach mal schauen, wo gäbe es Möglichkeiten, das Haus finanziell besser zu unterstützen, nicht nur beim Land, sondern auch beim Bund beispielsweise. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Ich meine, eine der zentralen Herausforderungen wäre ja auch, dass der Bund mit der Staatssekretärin, mit Andrea Mayer auch versucht, da vielleicht einmal auf die Förderung der Landesebene zu kommen. Naja, das müsste unser gemeinsames Ziel sein. Ja, einerseits das, andererseits auch, dass es von der Jahresprojektförderung, die es ja immer noch ist, ist keine Strukturförderung mehr, keine mehrjährige, dass man da irgendwie wegkommt, dass das Frauenmuseum einfach eine längere Planungssicherheit hat, sage ich jetzt zumindest schon mal über die nächsten 3 Jahre, ja, einfach Vereinbarungen hat, plus Anhebung natürlich. Also mein persönliches Ziel wäre, dass die Förderung des Frauenmuseums im Bregenzer Wald in Hittisau, für die Bundesförderung angehoben wird auf jene der Gemeinde und des Landes. Damit wäre nämlich eine solide Grundfinanzierung da. Ja, wenn man sich überlegt, dass die Gemeinde mit 2200 Einwohnern, was die jetzt schon für einen Beitrag leisten, dann wäre es irgendwie natürlich wünschenswert. Der ist ident wie jener vom Land. Der ist gleich hoch wie jener vom Land. Aber ich sage, für eine 2200 Einwohnergemeinde ist ja extrem beeindruckend. Wenn der Bund damit ziehen würde, oder zumindest in die Nähe des Betrags, weil derzeit sind sie relativ weit davon entfernt, also liegen sie, glaube ich, zwischen 30.000 und 50.000, je nach Jahresschwerpunkten. Und das Ziel wären 100.000, ganz klar. Und das wäre sicher, dann wäre sicher allen geholfen. Dann ich glaube, vielleicht sollte man eine gemeinsame Kraftanstrengung in diese Richtung bei der Frau Staatssekretärin nochmal also angehen. Anstrengungen diesbezüglich gibt es schon. Mhm. Und ich glaube, es ist ja auch schon irgendwie Bereitschaft, zumindest darüber zu reden und zu verhandeln, signalisiert worden. Wie weit interessiert dich oder auch die Grünen das Thema der Bregenzer Wälder Barockbaumeister? Das ja doch mein Herzensanliegen ist, wie alle wissen. Das sage ich auch direkt jetzt in die Kamera. Ja. Also es ist so... Prinzipiell, das hat mit dem zu tun, was ich vorher ganz am Anfang gesagt habe, so das Herz schlägt in ganz, ganz viele Richtungen. Ja. Ich bin ein extrem neugieriger Mensch. Also mich interessiert, immer wenn ich irgendwo auf Besuch bin, dann sitze ich dann 3 Stunden und höre zu. Mich interessieren einfach ganz viele Sachen. Mhm. Also ich hoffe, du findest nichts heute bei uns im Gespräch, das mich nicht interessiert. Schau mal. Ja, also die Barockbaumeister, und es gibt aber ganz viele Sachen, und das muss ich euch ganz klar zugeben, es gibt ganz viele Sachen, von denen ich einfach zu wenig weiß. Mhm. Also ich muss gestehen, mein Fokus war natürlich viele, viele Jahre, Jahrzehnte, relativ eng, Musik in verschiedenen Richtungen, aber auch nicht so viele Richtungen. Mhm. Wir waren ganz, ganz fleißiger Konzertbesucher, ganz ein schleißiger Theaterbesucher und wollte, und das habe ich auch gemacht, gleich am Anfang meiner Kultursprechertätigkeit, möglichst viele neue Bereiche kennenlernen. Das wurde dann leider jäh unterbrochen am 15. März und seit damals steht ganz, ganz viel. Aber ich habe meine Tour jetzt inzwischen schon wieder aufgenommen, war diese Woche im Kunstraum, da war ich glaube ich seit 20 Jahren nicht mehr. Das ist ziemlich lang. 20 Jahre nicht, weil Kunstraum gibt es nicht einmal so lang. Aber das letzte Mal war ich drin, vor 20 Jahren war dort der Spatenstich der Inatura. Mhm. Dort war ich wissentlich das letzte Mal dabei. Also, da war deine Agentur beteiligt, die alte Agentur noch. Ich muss ganz, ganz viel nachholen. Ganz viel. Und auch viel in den Regionen und in den Talschaften. Ja. Aber zurück zu den Barockbaumeistern, die interessieren mich natürlich. Mhm. Und mich interessiert dann immer so, und das fasziniert mich auch so am Frauenmuseum, wie sie die Themen aufbereiten. Weil das so eine gesamtheitliche Sicht ist auf ihre Themen, die sie da bearbeiten. Und das finde ich natürlich bei den Barockbaumeistern, wenn es da nicht nur um eine Ausstellung von irgendwelchen
Bildern, Werken etc. gibt es, wenn man den gesellschaftlichen Zusammenhang dann irgendwo sichtbar und erfahrbar macht, das finde ich immer extrem spannend. Also die Brockmeister sind insofern interessant, weil das ganze Thema, die Stellung und Haltung der Frau, Arbeitsmigration in dieser Zeit damals natürlich ganz, ganz entscheidend war, dass das überhaupt funktionieren hat können. Und es ist einfach ein Teil des kulturellen Erbes von Vorarlberg und was da rund um den Bodensee entstanden ist, ist eigentlich sensationell. Und das vor den Vorhang zu stellen, finde ich super und ich finde es übrigens auch großartig, dass wir das gemeinsam im Landtag diskutieren. Übermorgen in dem Fall am Donnerstag und ich glaube, es ist ein Stück weit Landesgeschichte und das darf man, glaube ich, erfahrbar machen. Natürlich, und wenn die Kunst- und Kulturgeschichte im Land, ich meine, von Franz Mayerpfelder bis was immer hin, das darf man nicht vergessen und es geht natürlich nicht nur um die zeitgenössische Kunst und Kultur, sondern natürlich auch um das kulturelle Erbe, keine Frage. Apropos Stichwort Förderung junger Künstler, du unterstützt auch das neue Kammerhäus, das Alter vom Tobias Grabherr, der mich vorgestern angerufen hat und auch mich angeworben hat als Unterstützer, was ich auch tun werde, weil ich seine Eltern schon seit Jahrzehnten kenne. Wie siehst du das? Wie hat ein junger, klassischer Musiker, ist jetzt auch nicht deine primäre, hat der eine Chance? Wie kann man das unterstützen? Ja, aber der Tobias ist ja direkt auf mich zugekommen. Ich kenne auch den Tobias kenne ich und ich kenne auch seine Eltern. Und ich meine, ich finde es immer extrem super, wenn irgendjemand initiativ wird. Weil meistens hat es ja mit dem verbunden, wenn jemand initiativ wird, dann sind einige andere auch mit betroffen. Aber ist so ähnlich wie bei einem Unternehmer. Wenn ein Unternehmer ein Unternehmer gründet, dann ist es im Idealfall so, dass er irgendwann Angestellte hat und Leute mitbeschäftigt. Es können nicht alle Unternehmer werden und auch nicht alle ein Orchester gründen. Aber wenn das der Fall ist, finde ich es natürlich extrem unterstützend wert. Ich glaube, ich bin auch förderndes Mitglied. Ja, sowas hat er mal gesagt und hat mich natürlich damit unter Druck gesetzt. Ja, sehr positiv, super. Ich werde es auch machen. Er denkt unternehmerisch in dem Fall. Ja, absolut, und ich finde es super. Überhaupt finde ich es natürlich wahrscheinlich, ist es die Situation inzwischen schwieriger, wie sie früher war, maybe, für junge Musiker. Dadurch bedingt, dass es früher einfach... Das dünnes Eis für mich. Probieren wir mal. Für mich war es früher, also wenn ich das so anschaue, in meiner Sparte, Blues, Rock etc. Früher gab es Clubs, wir waren wochenlang unterwegs mit unserer Band. Wir haben eine Woche in Basel gespielt, dann Koffer gepackt, eine Woche in Neuchâtel, Koffer gepackt, eine Woche in Genf. Erstens wird man super, wenn man das macht, auch als Kollektiv, als Band. Und zweitens gab es natürlich auch dann irgendwie bessere Möglichkeiten, auch wenn die alle räudig bezahlt waren. Aber in Summe, durch das ganz viel Spiel, hat es halt dann doch irgendwie gereicht. Das ist teilweise vielleicht etwas weniger geworden. Die Auftrittsmöglichkeiten. Und natürlich, es gibt einfach mehr Bands wie früher. Es gibt mehr, die sich damit auseinandersetzen und die Ensembles abend gründen und spielen wollen. Ja, im Endeffekt glaube ich, Qualität siegt immer. Qualität wird sich auch durchsetzen, auch bei den Künstlerinnen und Künstlern, egal ob Musiker oder bildende Künstler, auch bei Jungen. Was mich dort schon fasziniert, bei diesem kleinen jungen Kammerorchester da aus Alltag, erstens einmal, ist es was Neues in dieser Form? Ob es es braucht, hin und her sei dahingestellt. Wenn junge Künstler was kreieren wollen, ist es, glaube ich, ganz gut, dass man das auch fördert und unterstützt. Und was mich fasziniert, ist dieser unternehmerische Denken. Diese, wie dieses Unternehmen von Matthias König, der irgendwann mit 21 bei mir im Büro gestanden ist und gesagt hat, ich habe eine Filmagentur gegründet und hat sich durchgesetzt. Und das ist beim jungen Künstler wahrscheinlich ähnlich. Also darum werden wir uns da wahrscheinlich auch wiedersehen in diesem Freundeskreis dieses neuen Kammerorchesters. Ja. Wobei natürlich... klar, so wie das beim Unternehmer ist, der Mitarbeiter braucht, die nicht Unternehmer sein möchten, sondern Mitarbeiter. Ja. So kann man natürlich auch nicht für jeden Künstler erwarten, dass er das unternehmerische Denken im Kopf hat oder im Herz hat. Also ich habe das bei mir selber erlebt. Zum Glück war ich einer, der Unternehmer in der Band, der den Telefonhörer in die Hand genommen hat und von den 150 Konzerten jährlich habe ich am Anfang 130 selber auf die Beine gestellt. Aber so leben Ensembles, so leben Künstlerkollektive, da ist einer da, der einfach die treibende Kraft ist, der telefoniert, der macht, der zart an, das finde ich super. Stichwort, du willst viel kennenlernen, wann warst denn du das letzte Mal zu Bluderz? Außer bei Getzner. Das letzte Mal zu Bluderz war ich wahrscheinlich in der Remise. Nein, das letzte Mal zu Bluderz war ich... Bei der Eröffnung 200 Jahre Getzner im Getznerhaus. Da war ich sowieso. Da warst du. Ja, da habe ich auch dich außerdem hinterher auf einem Foto entdeckt. Echt wahr? Ja, da war ich auch. Da war ich noch ein mit dem Harald Sonderecker. Du warst auf dem Foto und der Harald Fahrer. Altbürgermeister. Der Mandi, ja, stimmt. Der Harald Fahrer war auch dabei. Ja, genau, ja. Spätestens da war das letzte Mal. Da gab es ja eine Ausstellung, die auf dem Michael Mittermeier und Heidi Komploy. Genau. Habe ich zwei Bilder gekauft von der Heidi Komploy. Die hängen bei mir im Büro. Sie stehen noch im Büro. Aber wie gesagt,
meine Kulturentdeckungsreise ist je unterbrochen worden und jetzt muss ich sie fortsetzen. Nein, ich frage mich darum, weil mir ein großes Anliegen ist ja auch die regionale Kulturentwicklung, nämlich auch, wie kann man Regionen stärken kulturell. Und eines meiner Anliegen ist die Walgau-Entwicklung, wo ja momentan ein Prozess läuft, auch vom Land finanziert. Wie siehst du unsere Position da? Was können wir als Abgeordnete oder auch Multiplikatoren in diesem Bereich leisten, dass sie auch Kultur in den Regionen noch stärker wahrgenommen wird? Oder der Kulturbegriff erweitert, sagen wir mal so. Ja, ja. Ich meine, Kulturpolitik generell sehe ich ja nicht als, wir sind ja nicht die Konzertveranstalter und Formatentwickler, sage ich in erster Linie, sondern die Rahmenbedingungsschaffer und die Impulsgeber und vielleicht die Vernetzer. Mhm. Und ich meine, da sehe ich irgendwie unsere Chance und unsere Aufgabe, unsere Möglichkeiten. Plus natürlich dann auch zu überlegen, wie kommen Menschen überhaupt zu Kunst und Kultur, so wie ist die Heranführung, aber das ist ein großes Bildungsthema. Mhm. Aber da sind wir ja zum Glück auch praktisch einer Meinung, was der Zugang so Kinder und zum Thema Kunst und Kultur und die Schnittstellen, Beackerung der verschiedenen Bereiche. Das ist das Gefühl, da ziehen wir ziemlich an einem Strang. Und was denn so, ja, da muss man sich sicher anschauen, wen kann man dafür in der Region gewinnen, der sich dafür auch hergibt und der so viel Herzblut dafür hat, dass er das mit Verbündeten entsprechend etwas inszeniert und entwickelt. Mhm. Finde ich einen guten Ansatz, den ich ja auch verfolge und auch lebe, weil du gerade gesagt hast, was trennt uns eigentlich oder was verbindet uns eigentlich als KulturpolitikerInnen, Kulturpolitiker, uns zwei? So viel ist es wirklich nicht. Also es gibt, ich versuche zu überlegen, was sind die Themen, die Schwarz-Grün trennen im Bereich Kunst und Kultur, weil es bindet sehr viel, gerade das Thema kulturelle Bildung. Sie meiner Meinung nach ist ein zentrales Element von Kulturpolitik. Nicht umsonst, ja, der neue Frage. Verein Double Check, den die Landesregierung jetzt möglich macht, finde ich den richtigen Ansatz, weil damit wird Kulturvermittlung gestärkt. Was trennt uns? Ideologien trennen uns natürlich hin und wieder. Naja, natürlich. Aber ich sage, wenn ich sehe, das so das wird jetzt ein doofer Vergleich. Es gibt überhaupt keinen Streitpunkt. Naja, das ist schon ein Wahnsinn. Aber wahrscheinlich, wenn wir uns irgendwie, vielleicht ist es so, wenn wir uns am Abend um 10 oder um 10:30 in Bregenz zufällig auf der Straße treffen, würde ich sagen, kommst du vielleicht eher von einem Festspiel und nicht von einem Indie-Konzert. Vielleicht. Ja, das kann doch aber sein. Das ist so, meine Klientel sind vielleicht eher so, in Anführungszeichen, die Schmuggelkinder und deine vielleicht eher die aus der klassischen Ecke. Also es ist einfach, ja, aber das ist ja, das finde ich ja noch. Was der Bernie Weber nicht weiß, ist, dass ich ganz oft in Clubs in Wien unterwegs war, wo ich in Wien gewohnt habe und all Indie-Konzerte und alles Mögliche erlebt habe und eigentlich abgetanzt bin. Das ist ja ziemlich. Glaube ich das sofort. Und das ist ja auch kein Trennen, das ist ja viele eher ein Ergänzen, sage ich ja. Absolut, finde ich auch so, ja. Der Vergleich ist sicher richtig, der ist wahrscheinlich so, weil ich weiß nicht, wie viele Indie-Konzerte es in Vorarlberg gibt. Ich muss auch gestehen, ich bin ganz viel auswärts auf Konzerten. Ah ja? Ja, weil wo? Meine Frau, die findet es immer so furchtbar, wenn wir auf ein Konzert gehen, weil ich immer so viele Leute kenne, die sagen, dann kannst du alleine hingehen. Also ich bin zum Beispiel ganz viel im L-Lokal in Zürich. Okay. Ein kleines Konzert, immer Spitzenbands, ganz, ganz klar, aber wirklich klein, 100 Personen, Fassungsvermögen. Die Bühne misst, glaube ich, 4x3 Meter oder 4x4 Meter. Aber es spielen wirklich hervorragende Musiker in kleinen Formationen. Ist das der Grund, wieso ich dich nicht so oft bei irgendwelchen Ausstellungseröffnungen sehe in Vorarlberg, so wie letzte Woche im Kunstforum Montafon? Möglich. Jubiläumsausstellung. Ja, aber ich muss mir das ja wirklich ganz, ganz dick immer in den Kalender schreiben, dass ich die Sparten, wo ich nicht so zu Hause bin, dass ich die nicht vergesse. So wie Kunst am Dornbirn letzte Woche. Habe ich extra Thomas Häusler angerufen und gefragt, Thomas, bekomme ich eine Führung von dir? Damit die einfach mit dem Besseren die Themen auch hineinwachsen. Ich glaube, das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir müssen ja auch mit den Menschen reden. Ich lebe das ja auch. Ich versuche das ja auch permanent zu tun, dass ich mit Menschen diskutiere und deren Themen abhole. Mhm. Die Frage ist immer, was kann man dann wirklich, wir können ja einfach auch nur Multiplikatoren und Türöffner sein und Brückenbauer Richtung Landesstatthalterin, die ja selbst permanent präsent ist. Also wir sind ja eigentlich nur Unterstützer in erster Linie. Also sehe ich, so interpretiere ich meine Funktion als Abgeordneter. Weiß nicht. Ja, das glaube ich schon. Das ist unsere, und zuhören. Aber gibt es Themen, wo uns wirklich verbinden auch als Partner in dem Sinne? Ja, also ich glaube, ein wichtiges Thema, das Thema überhaupt, das ist der Stellenwert von Kunst und Kultur. Da glaube ich, das verbindet uns, weil es uns beiden extrem wichtig ist. Und das ist natürlich auch so, und da will ich, das war teilweise in verschiedenen Legislaturperioden nicht so der Fall. Von eurer Fraktion aus kann ich das nicht mal beurteilen, bei den Grünen schon, waren das teilweise Stiefkinder, die Kunst- und Kulturthemen. Das ist schlecht. Ja. Und da gibt es einiges aufzuholen, für mich oder für die Grünen überhaupt im Vorarlberg. Das war früher teilweise auch komplett anders und das verbindet uns wahrscheinlich,
dass das Herz brennt für das Thema. Also ich glaube, der kulturpolitische Diskurs, den wir da beide jetzt durch die vielen Anträge einbringen, jetzt, wie gesagt, morgen und übermorgen werden zwei Anträge von uns behandelt, was eh schon, was oft in einer ganzen Legislaturperiode war, dass zwei Anträge waren im Kunst- und Kulturbereich oder keine Ahnung, wie viel wirklich dann waren, das verbindet uns ganz sicher. Und das zeigt auch, wie wichtig kulturpolitische Gespräche sind. Die vermisse ich ja prinzipiell in Vorarlberg, immer schon, gab es ja nie. Und das ist auch, wieso ich so das Format der Kulturkantine auch ins Leben gerufen habe, einfach auch, um mit Menschen über Kunst, über den Stellenwert von Kunst und Kultur zu diskutieren und uns immer wieder mal vor Augen zu führen, dass Kultur eigentlich das ist, was unser Leben ausmacht. Wir essen gern, wir trinken gern, wir zeichnen gern, wir hören gern zu, wir kommunizieren gern. Das sind für mich Kulturtechniken, die man immer wieder thematisieren sollte. Natürlich. Aber ich meine, man kann natürlich, der Kulturbegriff stimmt natürlich so sehr, das gehört alles dazu. Die Frage ist dann, warum rede ich überall mit? Ja, die Frage ist dann, wie viel Kunst braucht der Mensch? Ja, ist schon klar. Und dort ist natürlich dann schon so, und der Stellenwert von den Künstlerinnen und Künstlern und von dem, was sie machen, der ist natürlich immer ein heißes Thema. Und wie fühlen sie sich gesehen? Und das ist natürlich auch ein kulturpolitisches Thema, weil wir natürlich in gewisser Weise auch zuständig sind für das, wie sichtbar sind die ganzen verschiedenen, diversen Richtungen, Künstlerinnen, Künstler, Nachwuchs etc. etc. Und nicht wegen nichts unterstützt das Land Vorarlberg auch so Projekte wie die Kulturzeitschrift, weil einfach solche Nischen auch sichtbar gemacht werden. Und das ist schon eine wichtige Rolle vom ORF. Ja, meine, wir reden mit dem Markus Clement ja nicht in ein ORF-Programm, aber es ist natürlich ein wichtiges Thema, dass einfach auch Nischen sichtbar gemacht werden, sichtbar bleiben. Das ist für die Nischen auch natürlich extrem wichtig. Ja. Bin ich auch bei dir. Die Kulturzeitschrift ist ein wichtiges Format, ich glaube schon mit seit 30 Jahren oder wie lange schon, das jetzt auch nach Peter Füssel weitergehen wird, was ich auch super finde, weil der Mann hat einfach ganz, ganz viel für die Vorarlberger Kulturlandschaft geleistet. Das finde ich super. Und dieser Diskurs, den wir führen, ich glaube, der ist auch zielbringend. Aber was man noch sagen, weil die Künstler vor den Vorhang geholt werden müssen. Prekäre Lebensverhältnisse, wir haben den gemeinsamen Antrag eingebracht zur Ausarbeitung der prekären Lebensverhältnisse. Finde ich super. Ich finde ich super, ich muss das so sagen. Und da muss uns auch die Scheuklappe weg von Parteipolitik, da geht es um Menschen, die einen Beruf ausüben wollen oder tun. Und da muss man natürlich Rahmenbedingungen setzen. Und ich glaube, alleine einmal das Wissen aufzuarbeiten, diesen Wissenstransfer zu bekommen von den Künstlern, wie leben die wirklich, und diesen in Papier und dann auch in eine Umsetzung zu bringen, finde ich eigentlich völlig richtig und endlich auch ein wichtiges kulturpolitisches Signal in Vorarlberg. Naja, das glaube ich auf alle Fälle. Und wenn es da natürlich irgendwas zu ändern gäbe, dann sind natürlich unsere Möglichkeiten auch beschränkt, das ist ja klar. Mhm. Aber das können wir zumindest an die Stellen weiterleiten, die dafür oder die Hebel in den Händen hätten. Zufällig auch unsere Fraktionen in Wien. Vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, dass auch künftig, wenn wieder solche Situationen eintreffen wie jetzt, die Klientel einfach auch greifbarer ist. Greifbarer und besser irgendwie unterstützbarer, dann vielleicht auch, vielleicht braucht es das schon weniger. Und bewusster wird. Ja, find ich gut, Bernie, wir sitzen da gerade im Leberkäshaus, wie man so schön sieht, Bregetz. Eines der historischen Projekte vom damaligen Bürgermeister Mayer, Fritz Mayer, in den 80er Jahren, glaube ich, war das noch. Und da drüben hat der neue Bürgermeister eine große Vision, der will irgendwie die Bahn um 1,5 Milliarden unter die Erde bringen. Ja, jetzt. Ich habe es gelesen. Und? Was hast du gedacht, wo du es gelesen hast? Ja, ich war zuerst mal ganz beeindruckt, weil das war ein ORF-Beitrag und dann ist das darüber gestanden, so unter Flur möglich. Und auf dem 3D-Foto, auf dem 3D-Bild, war eine Autobahn drauf. Also quasi, von der Dimension her. Mhm. Da haben wir gedacht, mir wäre lieber die Straße war unter Flur und der schöne quasi Modelleisenbahn wäre vor der Haustür. Also ich glaube nicht, oder ich frage mich, wie das finanzierbar, wie das realisierbar ist, wenn wir dann 5 Jahre Schienenersatzverkehr durchs Land haben oder keine Ahnung. Also, 5 Jahre wird nicht reichen, 5 Jahre wird für die Untertour. Nein, wird nicht reichen, ich sage 5 Jahre Schienenersatzverkehr. Aber keine Ahnung, ich finde es natürlich ein wahnsinnig irres Vorhaben, was nicht wie realisierbar ist, das wirklich ist. Es natürlich verschlingt eine Unsumme an Geld. Ja. Ich tue mir das schwierig mit deiner Beurteilung. Ich bin zum Glück nicht auch noch Verkehrssprecher. Ich schätze dich ja auch als Realpolitiker ein. Einer von dieser Ecke der grünen Politiker, die sehr real denken und einfach auch, wie du jetzt selber gesehen hast, die Frage, wer soll das finanzieren, einfach fundierte Denkweise hat. Oder? Wobei ich will den Grünen ja gar nicht unterstellen, das hat sich auch vieles verändert, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten vom Denken der Grünen.
Und das finde ich, das schätze ich sehr an dir. Ich bin der Freund davon, von einer ganz ehrlichen Politik. Und ich bin immer meiner Stadtentwicklung mit Bildern. Bilder zu erzeugen, ist ganz gefährlich. Weil du erzeugst da ein Bild, mit dem kann man Wahlen gewinnen. Das hat man jetzt gesagt. Der Ritsch hat unter anderem mit dieser Vision die Wahl gewonnen. Klar. Und das ist ja okay. Das ist ja okay. Aber die Frage ist, nimmt man die Menschen dann noch ernst, wenn man so Bilder erzeugt, wo eigentlich meines Erachtens fast nicht realisierbar sind? Oder was ist das für eine Art von Politik? Jetzt sind wir wieder beim Kulturthema, weil Politik ist ja auch ein Kulturthema in meinen Augen. Wenn man da so anfängt, also Bilder zu erzeugen, wo man das Gefühl hat, also ich glaube nicht an dieses Projekt mit 1,5 Milliarden Euro. Ja, ja, aber das ist natürlich schon gefährlicher. Ja, aber natürlich ist es gang und gäbe, dass natürlich gerade in Wahlkampfzeiten schöne Bilder von schönen Visionen gezeigt werden. Und natürlich lebt Politik oder braucht Politik auch Visionen. Und man muss natürlich auch etwas wirklich wollen. Das Machen ist dann das Ähnliche, nur krasser, oder wie wollen. Aber, aber das braucht natürlich. Aber es ist natürlich schon ein gefährlicher Pfad, oder? Einfach, wenn ich dahergehe und sage, so jetzt stehe ich jetzt als Mitglied, also Koalitionsmitglied dahin und sage, ich will für jeden Künstler künftig 5.000 Euro brutto auf die Kralle. Hm, klingt gut, wird aber nicht gehen. Also, Herr Kollege, du hättest wahrscheinlich ein Problem mit uns. Ja. Aber hast natürlich völlig recht, ja. Genau. Also ich bin da total skeptisch, wobei ich natürlich eine Vision zu folgen, finde ich großartig. Und wie der Landeshauptmann da letzte Woche im Vollert gesagt hat, wenn es in einem Rahmenplan der Bahn drinnen ist, dann reden wir ja von einem Projekt von Jahre 2040 bis 50. Ich glaube, da sind wir schon lange in Pension. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Bernie, was sind so deine großen Kulturhighlights in diesem Sommer? Ich habe ja wunderbarerweise eine Einleitung zu den Bretenzer Festspielen bekommen. Kriegen alle Abgeordneten? Ja, aber ich noch nie bis jetzt. Hast du noch nie eine Kette bis jetzt? Nein, aber okay. Ich bin da gerne mit dabei, bin ja schon ganz neugierig auf die Oper. Ja. Und ich habe den Rigoletto auf der Seebühne auch noch nicht gesehen. Und das würde man sicher auch anschauen. Und dann muss ich natürlich in die Poolbar und schauen. Mhm. Das ist ja, verspricht ja ein und der Szene-Open-Air. Ich war noch nie auf dem Szene-Open-Air. Noch nie. Also ich zuletzt als Jugendlicher? Ja. Oder mit knapp 20? Aber jetzt, meine Tochter geht ja, die gehört zum Inventar beim Szene-Open-Air oder meine Kinder. Mhm. Das schaue ich mir auch an. Und dann rundum bin ich irgendwie mache ich immer meine Urlaube mit Konzertfahrten. Schon? In Kombination, ja, ja. Kurzurlaub quasi, oder? Nein, aber wir verknüpfen ja teilweise einen Urlaub, wenn wir irgendwie nach Frankreich fahren, meine Schwiegereltern wohnen in Frankreich, dann schauen wir auch, welche Acts irgendwo in der Gegend sind und die klappen wir teilweise ab. Also bei dem Festspiel treffen wir uns ganz sicher. Ich habe den Rigoletto schon gesehen vor 2 Jahren. Ich finde es eine tolle Produktion. Mhm. Vor allem ist der Philipp Stölzl ein genialer Regisseur. Ich gehe auch auf die Nero-Premiere, die Eröffnung sowieso. Wobei es ja heuer, glaube ich, keinen Volksempfang geben wird, was ja immer wirklich ein tolles Treffen ist, wo man sich wirklich auch sehr, sehr intensiv immer austauscht. Ich hoffe, ich kann dich bei der Alpinale begrüßen in Blodens. Ja, schickst mal eine Einladung. Kein Tickets, nur eine Einladung. Guck nein, mal. Das mache ich. Das sagen wir der Manuela Milonas, die auch sehr aktiv ist in dem Bereich. Es ist der heurige Sommer extrem voll. Also ich habe jetzt gerade mal für mich eine Planung gemacht im August. Ich bin ab dem 11. August wieder da und dann geht es durch. Lech-Klassik. Lech gibt es ein super Jazz-Festival. Ja. Die Jazzbühne Lech. Das ist ein Hotelier oder ein, ich glaube, es ist ein Hotelier, ja. Der Philipp Waldhardt, der hat ein eigenes Festival aufgemacht mit so einer Mischung aus Weltmusik. Und ich werde das Eröffnungskonzert mir auch anschauen, kann ich echt empfehlen. Und das nächste, wo ist erstmals das Literarikum in Lech. Okay. Sagt er das schon was? Nein. Finde ich ganz toll, dass das gerade so ein Ort wie Lech, auch, wir haben ja auch gemeinsam über Kulturtourismus diskutiert, letzte vor einem guten Monat im Landtag. Und Lech geht da einen völlig neuen Weg, oder? Das finde ich schon toll. So ein Wintersport, also Tourismusort, der jetzt einfach mit Kultur sich auch positioniert. Ja. Ich meine, ich denke mir das immer, was für furchtbar muss das sein, wenn man den Kultursprecher quasi eingepflanzt wird und mit Kultur und Kunst und Kultur nichts am Hut hat und dann muss man so viele Veranstaltungen besuchen. Das muss man da ich finde es ja Vergnügen. Ich liebe das. Ich meine, ich habe es immer schon da. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja schon seit 25 Jahren in der Branche und ich habe das immer geliebt in Kulturveranstaltungen. Phasenweise muss ich schon zugeben, es wird auch viel. Also wenn ich denn so Wochen habe, wo ich wirklich jeden Abend eine Veranstaltung gehe, was ich zum Teil auch wirklich tue, dann wird es viel. Aber es gibt auch Momente, wo ich dann sage, da fahre ich dann nicht hin. Es geht einfach nicht mehr. Es geht wieder kräftemäßig und es macht doch keinen Sinn, wenn du denn das nicht mehr genießen kannst. Und Kunst und Kultur hat ja auch einen Genussfaktor. Ja, natürlich. Freude ich habe das schon gern. Was tun wir im Herbst, Bernie? Was sind so unsere großen Anliegen für den Herbst? Was sind deine Wünsche? Also, wir haben vorher kurz angesprochen, die Kulturzeitschrift beispielsweise. Mich interessiert natürlich spannend
oder brennend, wie es mit der Kulturzeitschrift beispielsweise weitergeht. Da gibt es sicher eine Veränderung, steht ins Haus, glaube ich. Na, die ist ja schon durch, die weiß man, ich weiß jetzt die Namen nicht, aber da gibt es eine neue Geschäftsführung und der Peter Niemeyer bleibt Obmann. Aber so, weißt, wie entwickelt sich das weiter? Wie entwickelt sich, aber da bin ich so ein gespannter Zuschauer, wie entwickelt sich das Format, was für einen Einfluss gibt es für künftig oder was für einen Anteil vielleicht auch online, wie entwickelt das ganze Format weiter? Das finde ich mal spannend. Ich bin ja gespannt, ob sich denn überhaupt die Kulturberichterstattung so in Vorarlberg weiterentwickelt. Mhm. Das finde ich spannend. Natürlich, wenn dann die Budgetphase kommt, dann schauen wir beide natürlich ganz genau hin, wer, wo, wie und wie, also wie schaut überhaupt der Budgetpfad aus. Und natürlich, das wünsche ich mir schon, dass es mehr Geld für Kunst und Kultur gibt. Eh klar, das wünscht sich wahrscheinlich jeder für sein Ressort und für seinen Bereich. Ja. Und da werden wir sicher beide gut hinschauen und schauen, was wo noch wie möglich ist. Ja, das ist sehr ein wichtiger Punkt. Wie schaut die Ausstattung aus? Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, für den Herbst ist auch geplant, dass es die ersten Rückmeldungen oder Feedbacks der Prekariatsstudie gibt. Da bin ich sehr, sehr neugierig. Terminmäßig, wenn ich das richtig im Kopf habe, müssten eigentlich die Interviews dran sein. Oder das läuft, ja. Müssen schon. Mhm. Da bin ich extrem gespannt, was passiert. Und dann müssen wir mal wieder einen Blick in unser Arbeitsprogramm werfen. Wir hatten uns ja schon dieses Frühjahr abgestimmt, so mit den Schwerpunkten bis zum Sommer. Und da wird noch einiges Spannendes auf uns zukommen. Eines der spannendsten Projekte. Ja. Extrem gespannt. Und letzter Satz noch. Ja. Der VKS in der Form gibt es ja nicht mehr. Jetzt gibt es unter dem Namen Double Check. Ja. So die neue Schnittstellenbetreibung Kunst und Kunst, Kultur, Bildung. Da bin ich super gespannt, wie das funktioniert. Und auf den Austausch mit dem künftigen Stellenleiter, Stellenleiterin oder möglicherweise sind es zwei Personen. So ist es mal ausgeschrieben, ja. Das freue ich mich. Ist eine ganz wichtige Einrichtung, glaube ich. Es wird auch gestärkt, diese Schnittstelle Kunst, Kultur und Schule, Bildung. Das wird dann ja auch in Hohenems sitzen, was ich jetzt so mitbekommen habe, in der Villa Rosenthal, wo ja auch das Literaturhaus kommen soll. Auch ein super Projekt, wo wir im Herbst weiter diskutieren sollten. Die regionale Kulturentwicklung habe ich angesprochen. Mir ist auch wichtig, dass man über das Heimatwerk neu diskutiert, weil da gibt es ja auch einen Prozess, der parallel läuft. Und was mir schon auch wichtig ist, zum Überlegen, was bleibt nach der Pandemie, was lernen wir auch für die digitale Kunst, also auch für die, du hast selber die Stream-Geschichte gemacht, oder? Vielleicht magst du noch ein bisschen was darüber erzählen, wie das sich implementiert hat. Ja, man, das ist so, es war ja früher, wäre es fast undenkbar gewesen, dass man irgendwie wirklich ein Live-Konzert mal überträgt, wenn es während des Live-Konzerts, also da gibt es Publikum, darüber überträgt man halt für die ganze Welt, aber dass da der Publikum nur eine Kamera da steht und dass das Publikum ist und dass man mit dem irgendwie interagieren soll, schwierig, hat man sich vorgestellt. Ist es auch, teilweise. Nur was ich dann erlebt habe, also speziell beim dritten Lockdown, die zweite Serie von unserer Konzert- oder Streaming-Konzert, die ich hatte gestartet Anfang Dezember bis Mitte Februar, das war die unglaubliche Begeisterung der auftretenden Künstlerinnen und Künstler, über die Tatsache, dass sie spielen können im Ensemble. Mhm. Weil sie können ja proben oder irgendwie so, aber beim Proben sitzt man sich so gegenüber, beim Spielen ist da das Publikum oder die Kamera wird so gespielt, das ist einfach was anderes. Ja, klar. Und man zieht sich um irgendwie, das haben sie alle gemacht, das war ein konzertanter Auftritt. Mhm. Und das Feuer, das man gespürt hat, das war extrem beeindruckend. Das wird sicher kein Ersatz sein für künftige Konzerte, glaube ich auch nicht, weil das jetzt natürlich das nicht ersetzt. Aber man sieht, dass natürlich schon einige Sachen vielleicht denkbar werden, möglich sind. Und ich habe mir das auch angewöhnt. Ich habe von den Stars, oder meine Stars sind kleine Stars, also keine großen Stars, die ich dann beispielsweise eben so in Frankreich auf meinen Urlaubsreisen besuche, die haben dann aus den USA, aus ihrem Wohnzimmer gestreamt. Und das hat schon Qualität. Ich habe auch dafür bezahlt. Und ich kann die ganz selten sehen live, weil sie einfach ganz, ganz selten hier sind. Mhm. Vielleicht gibt es das künftig doch auch noch dazu, sowas, in der Form. Ja, was mir fehlt, ich habe das, glaube ich, erst letzte Woche bei einem Gespräch ausführlich diskutiert, das Thema, das Live-Erlebnis, dieses wirklich das Riechen, das Sehen, das, den Schweiß sehen für das Künstler, egal ob Pop, Modern oder Klassik, das fehlt. Völlig. Völlig, also die wirkliche Emotion, diese Bühnenpräsenz fehlt. Ja, ja. Also die kommt nicht um. Natürlich. Keine Chance. Keine Chance. Aber vielleicht ist irgendwie eine Ergänzung möglicherweise. Wir haben jetzt morgen eine Landtagssitzung und übermorgen. Morgen diskutieren wir einen Rechnungsabschluss. Also ich habe meine Stichworte für meine Rede geschrieben. Du? Selbstverständlich. Natürlich. Bernie Weber hat immer, wenn er seine Reden macht, eine sehr strukturierte Rede. Also wirklich, wirklich sehr gut vorbereitet. Ich bin da mehr eher aus dem Bauch heraus. Ich gehe auch meistens ein zweites Mal raus und reagiere dann in einer Form. Lassen wir nicht nehmen.
der hat geschrieben, oder? Das ist klar. Bist du eigentlich auch Wissenschaftssprecher? Nein. Wie macht ihr das, so die Schnittstellenthemen, Musikschule? Ja, teilweise fliegender Wechsel. Also beispielsweise Landeskonservatorium habe ich letztes Jahr zur Stellung genommen. Ja, sonst ist das bei der Eva Hammerer geparkt, alles klar. Das Thema. Und übermorgen haben wir noch ein paar Anträge. Da haben wir den elementaren Antrag von uns, gemeinsamen, also die Stärkung. Das besprechen wir, glaube ich, aber eh schon am ersten Tag. Das besprechen wir am ersten schon. Und dann haben wir noch die Barockbaumeistergeschichte. Ich meine, ich finde es ja noch super, oder, dass wir jetzt irgendwie bis jetzt immer geschafft haben, dass wir einstimmige Beschlüsse für unsere Anträge bekommen. Alle Beschlüsse waren einstimmig mit den Stimmen der anderen. Finde ich super. Ja, das hat kein anderes Ressort hergebracht, glaube ich. Und ich muss auch einmal eine Lanze brechen, auch für die Kolleginnen der Oppositionsparteien. Die sind alle sehr bemüht im Kunst- und Kulturbereich. Der Dr. Kinz ist immer Vorbereiter von der FPÖ. Das muss man auch wirklich, ich kann mich an seine Rede erinnern zur Elementarmusikpädagogik, was eine Abhandlung war, die ich jederzeit meinen Studierenden am Konservatorium vorspielen könnte. Und ich bin auch schon gespannt, was zu den Barockbaumeistern kommt, weil das auch ein Thema ist, wo sich der Hubert Kinz auch sehr intensiv damit auseinandersetzt. Ich bin schon gespannt auf die Sitzung. Ja, garantiert. Er wird sich nicht viele Freunde machen, weil die wird so um 23 Uhr am Donnerstag wahrscheinlich sein. Ja, aber ich bin schon der Meinung, wir lassen uns das nicht nehmen, weil es schon, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich auch mit der Kulturgeschichte des Landes auseinandersetzt. Ich meine, wenn wir die eigene Geschichte nicht können, können wir keine Zukunft gestalten. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Und, und ich glaube, es braucht auch diese Plattform, diese Bühne. Ja, und ich glaube ja auch, dass es wahrscheinlich, wie soll ich sagen, es gab wahrscheinlich nie irgendeine künstlerische Auseinandersetzung oder Arbeit von irgendeiner Bevölkerungsgruppe wie damals, die so eine extrem große gesellschaftliche und soziale Auswirkung gehabt hat. Absolut. Man muss sich mal vorstellen, dass 95% der Männer 7 Monate im Jahr oder 8 nicht zu Hause sind, weil sie Barockbaumeister oder im Umfeld Barockbaumeister unterwegs waren. Mhm. Das ist ja unfassbar. Mhm. Stimmt. Unfassbar. Stimmt, völlig richtig. Und wenn man das ist ja groß, hat große Auswirkungen gehabt natürlich auf die Gesellschaft damals. Und auf die Entwicklung von Bregenzer Wald im Speziellen. Letzte Frage, bevor wir dann schon in die Schlussrunde kommen. Frageraum Politik waren wir letzte Woche. Erstmals digital, weil ich war digital das erste Mal dabei. Weiß nicht, ob es für dich ich auch war so überhaupt das erste Mal dabei. Ah, okay. Mhm. Ich war einmal analog dabei. Eines meiner Lieblingsformate, was unsere politische Arbeit anlangt. Frageraum Politik ist ein Angebot des AHAs, wo es darum geht, dass man mit jungen Menschen, mit Schülerinnen und Schülern, in dem Fall waren es Lehrlinge der Berufsschule Feldkirch, einen Dialog führt. Wie ist es dir dort gegangen in diesem Gespräch mit den Leuten? Da kommen dann wirklich heftige Fragen, Legalisierung von Drogen, alles Mögliche kommt da. Also. Ja, ich meine, ich finde das ja gut, das haben die Ausrichter oder die Initiatoren ja mehrfach erwähnt. Denkt immer dran, eure Meinung, die Meinung der Landesfraktion und wenn die noch divergiert zu der Meinung der Bundesfraktion, könnt ihr da auch noch was dazu sagen. Und teilweise kann man sich dann schon vielleicht auch herausnehmen und sagen, okay, das ist mein Standpunkt dazu. Mein persönlicher, ob das jetzt unbedingt immer auf Parteilinie ist, weiß ich nicht. Auch wenn du das ansprichst, beispielsweise Legalisierung der Drogen, da habe ich schon einen Standpunkt, aber den findet man nicht so im Arbeitsprogramm, den findet man derzeit sowieso überhaupt nirgends. Ich finde es extrem spannend. Also ich finde es extrem spannend, aber im Hinblick auf den Punkt, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Jugend politisch denkt und politisch interessiert ist. Mhm. Und das sind natürlich Möglichkeiten, um sie zu politisieren und irgendwie aktiv gegen Politikverdrossenheit irgendwas entgegenzusetzen. Ich finde es ein super Format. Also ich bin wirklich dankbar, dass es das gibt und ich glaube, man soll es wirklich noch öfter machen, weil es einfach verdammt gut ist, weil man echt so nah dran ist und weil so ehrliche Fragen kommen und man kann auch ehrlich antworten. Also ich habe das gestern sehr genossen. Super, super. Finde ich echt super. Ja. Und ich meine, natürlich, Wunsch wäre, dass man das öfters macht, dass das natürlich für die kleineren Fraktionen, die zu dritt oder viert im Landtag sitzen, schwierig ist, kann ich verstehen, aber es ist ein irre gutes Instrument. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher auf Facebook und im Nachgang dann ab 14 Uhr auf YouTube, das war Bernie Weber. Danke, Bernie, für das Gespräch. Ich glaube, für die Einladung. Man sieht, dass man einfach auch über Parteifarben hinweg einen wirklich ehrlichen Austausch miteinander pflegt. Und das ist mir auch wichtig in diesem Format der Kulturkantine, was ja eigentlich ein Culture Lab-Format ist. Aber nachdem wir beide Unternehmer und Politiker sind, macht es ja auch Sinn, dass man über diese Themen diskutiert. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer. Die Kulturkantine macht jetzt auch Sommerpause bis Anfang September. Da kommen wir dann zurück mit Elisabeth Leitner, einer Baukulturarchitektin aus Wien, aus der Steiermark eigentlich. Dann kommt die neue Kulturamtsleiterin von Feldkirch, Maria Simmer, die kommt dann auch. Gratuliere zur neuen Kulturamtsleiterin. In Feldkirch, ich bin zwar im Ludens, aber ist auch recht. Ja. Ich finde, Maria Simmer, die macht es, die macht mit der Berufsvereinigung einen tollen Job und die wird in Feldkirch sicherlich einiges umrühren.
Ich finde das gut. Ja. Also ich finde das eine gute Entscheidung. Es kommt dann auch die Nina Kogler-Fritsch als Geschäftsführerin des Amateurtheaterverbandes. Und irgendwann hätte dann gerne mal jemand von Fridays for Future hier sitzen, der mich dann auch einmal als Moderator fordert. Oder Bernie, das werden wir dann mal herstellen, sowas, oder? Ja, ja. und das einmal ein bisschen beobachten, weil es gibt einfach viele Themen. In diesem Sinne, schönen Nachmittag und bleiben gesund. Schönen Sommer. Ciao, ciao.